Das ist jetzt eine echte Niederlage. Ich würde in 6% Unterschied bei so einem Wahlkampf nicht unbedingt eine Niederlage sehen, aber ich hätte Herrn Hofer den Sieg gegönnt natürlich, einen tollen Job hingelegt und hätte es auch verdient, gewählt zu werden als Bundespräsident. Es ist kein Zweifel, dass Herr Van der Bellen diesen Job auch kann. Er hat eine breite Koalition hinter sich geschart. Das ist die FPÖ-Verhinderungskoalition. Diese Rechnung ist für den grünen Kandidaten offenbar aufgegangen. Aber man soll sich nicht zu früh freuen. Es gibt noch Nationalratswahlen. Darf ich auf diese Vernagerungskoalition kurz zu sprechen kommen? Auch der Herr Kickler hat das schon erwähnt. Was genau ist denn, wer genau ist denn diese FPÖ-Vernagerungskoalition? Es geht nicht um Vernaderung, es geht um Verhinderung. Und das wird sich bei Nationalratswahlen möglicherweise wieder zeigen. Also warten wir jetzt einmal ab, wie Herr Van der Bellen, dem ich auch meinen Respekt zolle für einen sehr harten und nervenzerfetzenden Wahlkampf. Und, aber die Bewährungsprobe kommt erst. War das notwendig, ein so harter Wahlkampf? Ich glaube schon. Das ist, warum nicht? Alle Wahlkämpfe sind hart. Da hat dieser höchstens in Nuancen Unterschiede an den Tag gebracht. Bitte sehr. Einmal noch, Frau Stenzel, woran hat es denn gelegen, dass so viel weniger Leute Hofer gewählt haben diesmal als beim letzten Mal? So viel weniger. Das ist schon darauf zurückzuführen, dass hier alle gegen einen waren. Diese Rechnung ist offenbar noch einmal aufgegangen. Man kann sagen, er ist eine breit gestützte Persönlichkeit. Es waren sehr etablierte Kräfte, die auch hinter den Kulissen gearbeitet haben. Nein, das ist, muss man sagen, jetzt hat der Souverän entschieden. Diesem Ergebnis zolle ich natürlich Respekt, das muss man akzeptieren. Ich gratuliere auch Herrn Van der Bellen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben sich eben für das Gewohnte entschieden und nicht für das Ungewohnte. Glauben Sie, dass, was ist denn in diesen Monaten passiert, dass da noch so eine deutliche Änderung entstanden ist? Ja, deutlich sind sieben. Er hat mehr Van der Bellen zugelegt zum vergangenen zweiten Wahlgang, der also aufgehoben wurde. Das ist natürlich eine irre Wahlkampfmaschinerie gewesen, die hier sicherlich auch den Ausschlag gegeben hat. Und dann die Österreicherinnen und Österreicher sind vorsichtig. Sie wollen keine Experimente und auf das Experiment hat Van der Bellens Wahlkampfstratege, der Herr Lockel, gesetzt. Ja? Und das war möglicherweise ein Ausschlag, dass sich viele Bürgerliche oder Grießwähler dann doch mehrheitlich vielleicht für ihn entschieden haben. Muss man auch akzeptieren. Ich glaube, jetzt hat die Regierung einmal Atempause und kann zeigen, was sie zusammenbringt und dann werden wir weiterschauen. Frau Stenzel, glauben Sie, die patriotische Bewegungen in Europa, eine Worte, I don't understand you. Die patriotische Bewegungen in Europa sind enttäuscht vielleicht von dem Ergebnis? Nein, das glaube ich überhaupt nicht, weil es ist eine starke Bewegung hier gewesen. 7 Prozentpunkte laut der ersten Hochrechnung nur Unterschied. Nein, ich glaube, es wird sich jeder Politiker nur dann halten können, nur dann, wenn er auch das Heimatgefühl und die Solidarität mit den Menschen in einem Land repräsentiert. Und in diesem Sinne, das hat keinen Rückschlag erlitten, ganz bestimmt nicht. Wir werden auch sehen, wie das Referendum in Italien jetzt ausgeht. Also es gibt sehr viele Signale und ich glaube 46,7%, wenn ich nicht recht erinnere, nein, 47 zu 54. Es ist ein gutes Signal, dass die Menschen sich mit ihrem Land identifizieren.